Man muss sich nicht jedes Jahr ein neues Notebook kaufen, aber Fernseher haben wir doch jetzt mittlerweile ganz schöne im Handel. Und gerade nach der Fußball-WM gibt es dann doch immer noch wenig, sehr wenig Material, dass man trotzdem auf dem schönen großen Bildschirm schauen könnte. So, also wenn ihr einen alten Rechner habt, der zum Beispiel keinen HDMI-Ausgang hat, wie so ein schön alter Samsung hier mit optischem Laufwerk, DVDs gab es ja damals auch schon vor, ich glaube 8 Jahre ist dieser Rechner alt, und noch einen möglichen anderen Anschlüsse, sogar noch seriellen Port und S-Video und ähnliches können wir hinten finden, aber VGA ist natürlich die Hauptsache, wie man früher ein Produkt benutzt hat, aber mittlerweile haben Beamer teilweise auch noch nicht mal VGA mehr. Und dafür gibt es eine ganz einfache Lösung von Inline, zum Beispiel eine VGA und Sound zu HDMI-Adapter. Für ungefähr 30 Euro gibt es das, glaube ich, auf Amazon zu kaufen. Und das werden wir jetzt mal ganz kurz auspacken und euch zeigen, was man hier mit so einem Adapter machen kann. Also an sich geht es hier tatsächlich nur darum, dass ihr, weil ihr ein altes Notebook oder auch ein Desktop-PC habt, der vielleicht zu einem Media-Center trotzdem umgebaut werden kann, denn HDMI oder Full HD können eigentlich auch schon relativ langsame alte PCs hier verwenden, könnt ihr das hier mit einem Stromkonverter dann benutzen. Als allererstes werdet ihr einfach eine einseitige bzw. doppelseitige DIN A4 Seite finden mit einer kurzen Beschreibung, in dem Fall gerade alles auf Deutsch und Englisch. Ist nicht zu kompliziert, alles was ihr nämlich braucht ist der Adapter, den ich jetzt mal aus der Box hier rausnehme. Steht einmal schön groß Inline oben drauf, ist mit Metall einmal außen versehen von der Intos Electronic AG in Gießen. Ist das hier hergestellt bzw. verpackt worden zumindest, nämlich made in China. Könnt ihr nämlich sehen, Inline steht einmal ganz groß drauf. Auf dieser Seite haben wir den HDMI-Ausgang, damit ihr euren Fernseher anschließen könnt, Stromanschluss. Und dann natürlich für linken und rechten Sound, also für Stereo-Sound, den ihr aus dem 3,5 mm Stecker aus eurem Computer rauskriegt, per Cinch. Und VGA natürlich auch dann entsprechend mit VGA-Kabel verfügbar. So, sonst in der Verpackung eigentlich nur noch ein Ladegerät. Ihr habt also keine Kabel drin, die müsst ihr euch extra kaufen. Gerade diese extra Kabel wie VGA zu VGA und 3,5 mm zu rechts und links Cinch findet ihr gleich hier in der Beschreibung auch, habe ich jetzt auch nochmal eingefügt, sind nur ein paar Euro billig und natürlich auch ohne Versandkosten kriegt ihr das Ganze, wenn ihr es zusammenbestellt. HDMI zu HDMI-Kabel müsstet ihr eventuell haben, sitzt beim Fernseher normalerweise eins dabei, könnt ihr euch auch eventuell eins kaufen und wie gesagt, Ladegerät ist drin, 1 Ampere wird das ihr benutzen, also gar nicht so viel Strom. Das Tool macht sich auch eigentlich ganz gut her im Wohnzimmer und nimmt nicht zu viel Platz weg. Und ihr braucht nur einen weiteren Stromstecker und der Adapter ist wirklich auch sehr schön klein, wie ihr sehen könnt. 2 Finger breit und 1,5 Finger hoch vielleicht. Genau, und das war es auch schon mit dem Inline VGA Sound zu HDMI Adapter. Hier ganz kurz ein Hands-on, entsprechend unten, wie gesagt, der Link dazu zum Kauf. Und genau, viel Spaß dann mit euren alten technischen Gerät und dem neuen Fernseher oder entsprechend, wie ihr es entsprechend zu Hause lösen wollt. Gibt natürlich ganz viele Einsatzmöglichkeiten, nehme ich an, dafür. Und trotzdem sehr wichtig, dass auch alte Produkte noch verwendet werden, denn es nennt sich ja nicht umsonst dann Recycling, auch wenn man es dann noch einfach lange benutzt und es gut hält. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Walter Schkahl.